Hoho zusammen! Ich hatte es ja bereits auf Instagram, Facebook und Twitter angekündigt, dass es bald eine Umfrage geben wird, welches Spiel als nächstes Let's Play kommen wird. Und ja, hier sind wir also, hier ist die Umfrage. Ganz kurz vorweg, bevor ich euch die Qual der Wahl lasse. Ich werde jeweils eine Umfrage auf Facebook, auf Twitter und hier auf YouTube, das heißt hier in diesem Video, wird immer mal wieder rechts oben ein kleines Infofeld auftauchen. Da könnt ihr draufklicken und da könnt ihr ebenfalls an einer Umfrage teilnehmen. Das heißt, es wird insgesamt drei Umfragen also jeweils eine Umfrage auf drei verschiedenen Portalen geben. Und wenn ihr bei allen mitmacht, habt ihr jeweils drei Stimmen. Und natürlich gewinnt das Spiel mit den meisten Stimmen. So, doch was steht denn eigentlich zur Auswahl? Als erstes hätten wir da Watch Dogs. Watch Dogs ist ein Open-World-Action-Adventure, in dem sozusagen der Albtraum des gläsernen Bürgers wahr wird und Kameras, Handys und Laptops und alles andere, das irgendwie technisch, auf das man irgendwie technisch zugreifen kann, überwacht wird. Und wir spielen den Hacker Aiden, dessen Nichte bei einem Anschlag gestorben ist, der eigentlich uns galt, und erledigen sozusagen seinen privaten Rachefeldzug. Und dabei wirkt sich jede Entscheidung auf unseren Ruf aus. Als nächstes hätten wir Dishonored. Dishonored ist ein Schleich-Action-Spiel in Steampunk-Atmosphäre, das uns mehrere Lösungswege bietet, und es spielt in der Stadt Dunwall, in der sich die Leichenberge aufgrund einer Rattenpest häufen. Und unser Hauptprotagonist Corvo versucht sozusagen ein Gegengift gegen diese Rattenpest zu finden, schafft dies allerdings nicht und kehrt mit schlechten Neuigkeiten zu seiner Frau und Kaiserin zurück, die kurz darauf von Attentätern ermordet wird und die Tochter wird entführt. Und auch hier spielen wir sozusagen den Rachefeldzug des lieben Corvo. Als drittes hätten wir Enderal. Enderal ist eine Total Conversion von Skyrim. Das bedeutet, es ist eigentlich die größte Mod, die es von Skyrim gibt, aber ein völlig eigenständiges Spiel mit einer komplett eigenen Welt und eigens vertonten Charakteren und, wie ich persönlich finde, sehr, sehr gut vertonten Charakteren. Wir spielen einen Flüchtling, der in Enderal ein neues Leben anfangen möchte und als blinder Passagier auf einem Schiff unterwegs ist. Und natürlich, wie sollte es anders sein, wir fliegen auf und werden über Bord geworfen und landen glücklicherweise in Enderal. Als viertes Spiel zur Wahl hätten wir Bioshock. Bioshock ist ein Ego-Shooter mit Rollenspiel- und Survival-Horror-Elementen, in dem wir den Protagonisten Jack spielen. Die ganze Geschichte spielt im Jahre 1960 und Jack begibt sich auf eine Reise mit dem Flugzeug und dieses Flugzeug stürzt über dem Ozean ab. Und wir können den Absturz gerade so überleben und retten uns zu einem Leuchtturm, der seltsamerweise ein Aufzug zu einer Unterwasserwelt ist. Diese Unterwasserwelt ist oder heißt Rapture. Und die Bewohner in dieser Unterwasserwelt sind süchtig nach einer Droge, die die Menschheit zu hirnlosen Mutanten macht. Und wir müssen versuchen, aus dieser Stadt zu fliehen. Das fünfte Spiel, das zur Wahl steht, ist Alan Wake. Alan Wake ist ein Third-Person-Action-Adventure-Shooter, in dem wir den Protagonisten Alan Wake, ein Thriller-Autor, spielen, der unter starken Schlafstörungen und Schreibblockaden leidet und deswegen sich etwas Ruhe gönnen möchte und in ein kleines Örtchen namens Bright Falls umzieht. Bei der Schlüsselübergabe zu dem kleinen beschaulichen Häuschen verschwinden plötzlich Frau und Haus und wir müssen uns auf die Suche danach begeben, beziehungsweise auf die Suche nach der Frau begeben und müssen uns währenddessen Schattenkreaturen stellen, die man nur mit Licht bekämpfen kann. Und das sechste und letzte Spiel, das zur Auswahl steht, ist Dragon Age Origins inklusive aller DLCs. Dragon Age Origins ist ein Rollenspiel, das in Ferelden spielt und Ferelden wird zu diesem Zeitpunkt, in dem es spielt, von einer Verderbnis oder beziehungsweise, wie man sie besser nennt, von einer dunklen Brut bedroht. Und diese dunkle Brut kann nur durch eine gewisse Organisation vernichtet werden und die nennen sich die Grauen Wächter.
Wir spielen einen Protagonisten, der durch unglückliche Umstände dazu gezwungen ist, ein grauer Wächter zu werden. Und unsere Aufgabe besteht natürlich darin, den Erzdämon, also den Verursacher der ganzen Verderbnis, zu vernichten. Natürlich läuft direkt am Anfang alles anders als geplant, es läuft alles schief und wir starten unser Abenteuer als grauer Wächter. Alle Spiele, die ich euch jetzt gerade vorgestellt und zur Wahl gestellt habe, sind Spiele, die mich momentan wahnsinnig interessieren würden und die ich momentan wahnsinnig gerne spielen würde. Keines davon kenne ich, mit einer Ausnahme, und das ist Dragon Age Origins. Wobei man dazu sagen muss, das letzte Mal, als ich Dragon Age Origins gespielt habe, ist Jahre her. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Jahr es genau stammt, aber ungefähr um den Dreh rum habe ich es auch gespielt und vielleicht noch mal ein halbes Jahr später. Also es ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Ich kann mich nur noch schwach an einige Momente erinnern. Und die DLCs, muss ich sagen, Schande über mein Haupt als Dragon Age-Fan. Die DLCs kenne ich gar nicht und würde ich auch wahnsinnig gerne mal spielen. Aber die Wahl liegt bei euch, worauf ihr Lust habt, was ihr gerne sehen möchtet. Ich möchte euch gerne nochmal dran erinnern, wie gesagt, ihr habt jeweils 3 Stimmen, wenn ihr rein theoretisch bei jeder Umfrage mitmacht. Hier rechts oben im Video über den Info-Button oder über Facebook oder über Twitter. Ich werde euch in die Videobeschreibung noch die Links zu den jeweiligen, beziehungsweise Links zu Trailern zu den jeweiligen Spielen packen, damit ihr euch vielleicht selber mal, sollte euch der ein oder andere Titel nicht sagen, mal einen kleinen Überblick drüber verschaffen könnt. Und den Link zu Facebook und zu Twitter werde ich da ebenfalls reinpacken, wie eigentlich unter jedem Video. Und dann bin ich gespannt, für welches Spiel ihr euch entscheidet und welches Spiel hier als nächstes auf diesem Kanal Let's Played wird.